Krankheit des Babys. Hey, was? Hallo! Schwein! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Offizier auf Weltreise. Schön, dass du mit dabei bist. Planung und Vorbereitung. Motivation und Inspiration. Offizier auf Weltreise. This is my story. Vor einer Weltreise gibt es natürlich einiges zu tun. Da geht es um bürokratische Sachen, da geht es um die Tasche richtig packen, da geht es um das Equipment. Und Mel und ich haben, bevor es losgeht, noch zwei, drei ganz wichtige Dinge getan. Und das siehst du in diesem Video. Zum einen haben wir über die Silvesterzeit einen schönen Urlaub nochmal mit meinen besten Freunden verbracht. Also die konnten leider nicht zur Abschiedsparty kommen, keiner von ihnen, gab irgendwie Zwischenfälle, die das verhindert haben. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir nochmal einen schönen Urlaub, auch bevor ich dann weg bin, aber auch weil wir uns lange nicht gesehen haben, Corona lässt grüßen und so, und auch keinen Urlaub mehr gemacht haben die letzten zwei Jahre. Und da sind wir an einen Ort gefahren, den du vielleicht kennst. Das ist ein Naturschutzgebiet, das ist die Eifel. Und in der Eifel haben wir dann viel Zeit zusammen verbracht, haben Brettspiele zusammen gespielt, haben mal viel gequatscht und ja, das war einfach eine schöne Zeit und für mich auch sehr, sehr wertvoll, weil ich meine Jungs ja dann auch nicht sehen werde. Wir waren also mit insgesamt 5 Jungs, mit den Freundinnen oder Frauen und 2 Kindern noch mit dabei und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Das siehst du auf jeden Fall in diesem Video. Und bevor es auf die Weltreise ging, habe ich mir noch gedacht, das war auch mein Weihnachtsgeschenk an Mel, will ich auch nochmal, also weil es sehr, sehr hektisch wurde nachher, ne, mit den ganzen Versicherungen und Ausziehen und also plan das wirklich gut ein, wenn du auch eine Weltreise machen möchtest, mindestens so ein halbes Jahr vorher alles einsteuern. Da habe ich mir nochmal gedacht, als Weihnachtsgeschenk will ich nochmal wirklich Quality Time, wie es so schön neumodern heißt, mit Mel haben. Und wir sind dann ins Phantasialand gefahren. Das Phantasialand ist ein sehr schöner Freizeitpark. Ein mit Achterbahnen und wirklich sehr, sehr liebevoll immer gestaltet. Viel Liebe so zum Detail. In Brühl, da kannst du auch mal hinfahren, wenn du aus Deutschland kommst. Wirklich sehr, sehr schön. Und als letztes siehst du in diesem Video, und das ist wirklich sehr emotional, wie Mels Familie uns verabschiedet hat von Köln vom Hauptbahnhof. Wir sind also sehr früh morgens dorthin gefahren. Ne? Deutsche Bahn muss man ja einplanen, dass sie auch vielleicht ein bisschen später kommt. Wir sind dann von Köln nach Frankfurt gefahren, verlegt mit dem Zug und sind dann von Frankfurt aus geflogen. Ist ein bisschen günstiger und ja, das hat einfach besser gepasst von Frankfurt aus. Und Mels Familie war wirklich sehr zahlreich vor Ort. Also die Schwester ist morgens da gewesen mit ihrem Freund, beide Eltern und die Oma. Und das war wirklich ein sehr emotionaler Abschied. Das siehst du auch in diesem Video. Und du siehst auch 2 Bilder von unseren Haustieren, also von Mels Katze und von dem Hund von meiner Mom. Die werden wir auch ganz schrecklich vermissen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei den Eindrücken in diesem Video. Thank you.
schon. Tschüss, Deutschland.